Turn around the clocks, tell me are you with me? Never gonna stop, but baby, why don't you see a picture of my heart like a tattoo? Yes, baby, once again, I'll be the fool, yeah. Hier ist wieder Aquamarine zurück aus meinem sehr, 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 sehr warmen Zimmer. Der Sommer hat uns völlig im Griff, also ist jetzt die perfekte Zeit für Sommeraktivitäten. Volleyball spielen, schwimmen, lesen oder Lego bauen. Jeder kennt sie und hat wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Mal damit gespielt. Die Lego-Steine. 1949 wurde der erste Lego-Stein aus Kunststoff eingeführt. Zu dieser Zeit noch eine echte Spielzeug-Innovation. In der weltweit größten Fabrik der Marke in Dänemark werden über 23 Milliarden Lego-Steine pro Jahr produziert und bringen mittlerweile nicht nur Kinderherzen zum Strahlen. Anders als gedacht sind nämlich Kinder nicht unbedingt die Hauptzielgruppe der kleinen Bausteinchen. In Sachen Lego hat sich in den letzten Jahren so vieles getan, dass es schon lange kein einfaches Bauklötzchen bauen mehr ist. Lego ist Kunst. Durch Lizenzen und Kooperationen mit Multimedia-Riesen wie Disney oder Nintendo werden die unterschiedlichsten Bausätze produziert. Von prunkvollen Prinzessinnen-Schlössern bis hin zu aufwendigen Pflanzen oder Harry Potter-Gegenständen. Da die Bausteingröße seit 1958 nicht mehr verändert wurde, sind fast alle Bausätze miteinander kompatibel. Und gerade jetzt im Sommer ist Lego eine super Beschäftigung für Groß und Klein, sowohl drinnen als auch draußen. Wichtig ist nur, die Steinchen im Auge zu behalten. Wie detailgetreu die Lego-Bausätze wirklich sind, habe ich bei diesem Animal Crossing-Set bemerkt. Eine genaue Kopie meiner virtuellen Insel von meiner Nintendo Switch. Mit einer Bauzeit von knapp einer Stunde eine angenehme Abwechslung zwischen dem Zocken. Also ich muss zugeben, manche Teile sind wirklich super witzig und super klein. Also man muss schon darauf aufpassen, die Steinchen nicht zu verlieren und dementsprechend auch bei kleineren Kindern bezüglich der Verschluckungsgefahr aufpassen. Also mein nächstes Lego-Set wartet schon darauf, von mir gebaut zu werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ahoi!